nehmen wir euch mit in ein Dane-Life. Einiges vor heute. Mein Freund kommt erst so um 6 zurück. Deswegen passt das ganz gut. Dann kann ich euch mal zeigen, wie mein Tag so aussieht. Länger als nur 11 oder 12. Denn es steht einiges auf dem Zettel. Du wirst nicht nur das Übliche machen morgens, wie Küche aufräumen und so weiter und fegen, sondern auch, wir möchten heute ein paar Folgen The Long Dark aufnehmen. Das muss ich auch nochmal machen. Und allgemein die ganzen Folgen einstellen, die wir gestern und vorgestern hochgeladen haben. Ja, das wird nämlich richtig gut. Möchten wir heute Nachmittag nochmal rausgehen, ein paar Besorgungen machen. Und dann wieder zurück und dann. Ich muss das mal aufschreiben. Ich vergesse das sonst noch. Aber erstmal machen wir uns einen Kaffee, setzen uns kurz hin und. Nee, ist noch zu früh. Wir machen die Küche fertig, solange der Kaffee noch kocht und dann. Hör drauf. Müll wurde heute zum Glück weggebracht. Ah, weil ich auch zeigen kann. Der Garten, wie er jetzt aussieht. Ach so, der ist so hübsch geworden. Wie immer erstmal die Arbeit und dann das Vergnügen. Habt ihr schon diese Milch probiert? Die ist der Wahnsinn. Die Nichtmilch, Non-Elapte. Gibt es auch in Deutschland natürlich, von Alpro. Ey, die schmeckt ja fantastisch. Die schmeckt wirklich wie Milch. Total fett. Richtig gut. Richtig toll. Wie üblich gehört das Abwaschen zu meiner Morgenroutine. Mal habe ich mehr, mal weniger Bock drauf. Doch Hausarbeit macht sich ja nicht von alleine und Lust darauf braucht man nicht unbedingt. Denn was getan werden muss, muss getan werden. Während des Kaffeetrinkens schreibe ich noch eine To-Do-Liste für den heutigen Tag von den Dingen, die ich definitiv nicht vergessen darf. Schaut euch diesen Garten an. Zwischen dem Garten-Update-Video und diesem hier liegen ein paar Wochen. Der Frühling hielt Einzug und ließ die vielen Narzissen sprießen wie Unkraut. Von den Nachbarn haben wir außerdem ein paar Blumen zum Einpflanzen geschenkt bekommen. Richtig nett. Bevor es nach oben an den PC geht, fege ich noch schnell die untere Etage und stelle die Wäsche ein, die ich dann nachher in der Sonne aufhängen werde. Ich werde jetzt das Spiel aufnehmen. Es ist jetzt schon 20 vor 9. Ich habe so viel getrödelt. Aber dafür habe ich schon mal einiges unten getan. Ich werde jetzt das Spiel aufnehmen. Ich gebe mir bis 12 Uhr Zeit und dann werde ich mir nochmal dann Essen machen. Nachher, also bearbeiten, das könnt ihr dann auch mal sehen. Für meinen Gaming-Kanal vor allem. Das steht heute auf dem Plan. Das ist am zeitintensivsten dann, das ganze Zeug einzuspielen. Das dauert wirklich sehr lange. Danach weitere Computerarbeit. Fangen wir an.
Oh, das waren Aufnahmen. Gut. Wir sind aber auch so super gut vorangekommen. Oh, Junge, das heißt aber jetzt für uns, bevor wir hier weitermachen können oder wollen, wir werden dann erstmal wieder mal aufs Klo gehen. Ich trinke so viel Wasser bei den Aufnahmen, dass ich da immer so super viel aufs Klo muss. Aber gut. Wieso bin ich jetzt so aus Atem? Ich weiß es nicht. Wir werden erstmal Wäsche aufhängen und einen Spaziergang machen, weil 3 Stunden lang nicht bewegt und das merke ich jetzt. Ich werde hibbelig. Gehen wir runter. Wir müssen uns bewegen. Jetzt umziehen und spazieren gehen. Ja, und ein paar Besorgungen machen. Denn es ist Zeit, ich spüre, dass meine Glieder steif sind und mein Körper nach Bewegung schreit. Das heißt, umziehen, rausgehen, spazieren gehen, Besorgungen machen, zurückkommen und dann wieder an den PC setzen und ein paar Thumbnails machen. Voll cool. Wenn das erledigt ist, werde ich die Liste weiter abarbeiten, die ich gemacht habe. Bis dann. Oh, war das ein guter Spaziergang mit ein bisschen Einkaufen so vor allem, weil ich das jetzt essen. Tortellini Ricotta e Spinaci mit, wartet, Spüli, nein, mit Panna, also mit Sahne, ne? Sahnesoße will ich jetzt aber machen. Ja, das werde ich mir jetzt gönnen. Auf richtig kochen habe ich jetzt keine Lust, vor allem für mich alleine habe ich da, sehe ich da jetzt nicht so viel Sinn, aber ich habe Lust auf trotzdem auf was Richtiges. Deswegen werde ich jetzt mal so tun, als ob ich kochen würde. Was ich mir gedacht habe, ist, ich werde jetzt Essen kochen und dann von der eigentlichen Plan, dass ich alle Thumbnails machen werde, davon gehe ich mal ab, denn davor habe ich keine Lust und keine Zeit, denn heute kommt die letzte Folge The Long Dark online, die ich vorproduziert habe und hochgeladen habe. Damit ich mal 2 Tage Ruhe habe, werde ich erstmal für morgen, übermorgen, was ich heute Morgen aufgenommen habe, die beiden Folgen schneiden und die dann hochladen, damit dann da wenigstens was da ist. Weil es einfach sonst zu knapp wird mit dem Spaß. Wenn ich das jetzt fertig habe, habe ich dann ein wenig Puffer, um morgen die restlichen Sachen zu schneiden. Ja, ich habe nur Lust darauf, damit ihr Bescheid wisst. Erstmal kochen. Es wird jetzt nicht das geilste Essen, aber es wird trotzdem schmecken. Ich muss mir erstmal in gemütlichere Klamotten werfen, bevor ich da mich wieder am PC setze. Mein Bauch ist voll mit Essen. Ich bin super entspannt gerade. Ich muss mir dann eine Jogginghose oder sowas werfen, damit wir gleich in Ruhe oben unsere PC-Arbeit nochmal weitermachen können. Richtig schön. Erstmal umziehen.
nur sagen, das Vorbereiten der Videos, wie jetzt auch jetzt das Video drehen, macht mir unglaublich viel Spaß. Nur lustigerweise das eigentliche Video dann bearbeiten und das Nacharbeiten macht mir weniger Spaß. Ich werde jetzt die Thumbnails machen für den Gaming Channel. Aber erstmal werde ich das Video für morgen und übermorgen für den Gaming Channel machen. Von der heutigen Aufnahme. Damit ich auch Zeit habe, es dann hochzuladen. Ich habe schon wieder Bock zu spielen, ne? Ich könnte wieder spielen. Ach, Leute, das ist krass. Wir haben jetzt nach 16:30 Uhr. Wir haben so viel vorbereitet, so viel Videos geschnitten, so viele Thumbnails gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass es doch so lange dauert. Echt nicht. Oh Gott, und jetzt werden wir es einfach mal sein lassen für heute. Denn ich möchte unten nochmal die weiteren Sachen bearbeiten, die ich machen wollte. Nämlich die Kleidungsstücke reparieren, die ich reparieren wollte. Das ist jetzt nichts Wildes. Wie ich hier chille, stimmt. Ich habe angefangen, eine digitale Geburtstagskarte zu zeichnen. Und zwar mit Partyfisch. Ja, es hört sich komisch an, aber ich zeige es hier mal ganz kurz. Wenn, dann kann ich es nochmal im hier irgendwo einblenden, wie das dann aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es echt schön. Ich finde es echt cool. Und ja, wir werden sehen, wie es dann aussehen wird, wenn es dann fertig ist. Ich hoffe, diese Woche kriege ich es dann auch fertig. Auf Holzklopf. Erstmal hier nochmal eine weitere Folge, noch eine weitere Folge hochladen. Damit ich dann auch für die Tage auch nochmal gut Ruhe habe. Ich habe schon mal gut was vorbereitet und das passt schon ganz gut. Ich gehe jetzt mal runter und... Das heißt, wir gehen jetzt runter und werden mal ein bisschen, werden jetzt mal ein bisschen nähen. Nicht wahr? Let's go, würde ich mal sagen. Cool. Verbrannt, wirklich verbrannt. Im Schrittbereich, also nicht im Schrittbereich, weil ich so heiß bin. Aber vorne im unteren Bauchbereich so ein großes Loch gewesen. Und das musste ich irgendwie nähen und ja, festgestellt, dass ich das Genähte doch nicht so gut vernäht habe, wie ich dachte. Oh, ich war fertig. Ein Hallo aus dem Schnitt, hi. Wir sind am Ende des Videos angekommen und ich habe festgestellt, die letzte Aufnahme, die war so zusammenhangslos und so lang, dass ich mich jetzt einfach entschieden habe, die Kurzfassung draus zu ziehen. Und zwar habe ich mich gefreut, dass ich einfach so viel Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten erlernt habe, wie zum Beispiel jetzt nähen, dass mir diese Fähigkeiten dann auch Geld sparen. Da wir beide auf sein Einkommen angewiesen sind, ist mein Teil, mein Part der Beziehung, dass ich dann das Handwerkliche übernehme. Und dass ich dann Reparaturen anwende und dementsprechend auch Sachen nähe, Sachen repariere und so weiter. Und deswegen habe ich mich, war jetzt die Zusammenfassung des Rants am Ende, dass ich mich einfach gefreut habe, dass ich bestimmte Sachen machen kann. Das hat mich sehr gefreut. Ein Auf Wiedersehen habe ich nicht mit eingebaut. Wir sehen uns beim nächsten Sonntag. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Falls ihr Tipps, Tricks oder Anregungen habt, bitte schreibt es runter. Gebt dem Video einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch ja kein Video verpasst. Ja, dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.